zeige euch heute eine klassische Beilage, eine Beilage, die ihr bestimmt schon oft gegessen habt und vielleicht der eine oder andere sich fragt, wie kann man die super zubereiten. Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Wir machen heute Püree. Und zwar habe ich schon aufgesetzt Kartoffeln in ordentlich Salzwasser. Und mein Tipp ist, und so schmeckt es mir am besten, ich habe noch ein halbes Teelöffel Kümmel hineingetan. Vielleicht für den einen oder anderen etwas sehr befremdlich, aber A ist der Kümmel, macht der Kümmel die Speise sehr verdaulich und B hat es noch seine eigene Würze, dieses Püree. Also wie gesagt, meine Kartoffeln kochen da schon, die brauchen ungefähr so 20 Minuten. Ich habe sie in so mittelgroße Würfel geschnitten. Ich zeige euch einmal so einen Würfel. Je kleiner ihr die Kartoffel schneidet, desto schneller sind sie durch. Und dann probiere ich immer mit dem Gabeltest bei einer Kartoffel, wenn ich reinsteche und die fliegt ja eigentlich schon praktisch durch, sind die schon fertig. Meine im Fall sind schon fertig. Wir können jetzt das Kartoffelwasser schon abgießen. Also klarerweise die Herdplatte zuerst ausschalten und das Kartoffelwasser abgießen. Dann habe ich gleich wieder den gleichen Topf verwendet, weil es wäre mir schade drum, einen anderen, einen weiteren Topf zu verwenden. Also gleich wieder in den gleichen Topf abgießen. Dann kommt schon unsere Butter dazu. Butter immer schön reichlich dazu tun. Die Herdplatte können wir natürlich wieder einschalten. Dann hören wir schon ein bisschen brutzeln und dann habe ich hier noch eine warme Milch. Während ich die Milch eingieße, wäre es der beste Zeitpunkt, jetzt schnell den Abo-Button zu drücken. Perfekt. Zu meinem Püree kommt dann auch noch eine geriebene Muskatnuss. Und an Zutaten war das jetzt eigentlich schon alles. Jetzt werden wir das alles noch einmal schön umrühren, bis die Butter zerschmolzen ist. Die genaue Rezeptangabe für dieses Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wichtig eben beim Püree ist, die Kartoffeln sollten noch warm sein, die Milch soll warm sein, die Butter kann kalt sein, aber besser auf Zimmertemperatur und die Würze habe ich euch schon beschrieben. Das Salzwasser, in dem ihr die Kartoffeln kocht, auch wirklich ordentlich salzen, also nicht sparen. So, die Butter ist geschmolzen, dann können wir schon wieder abdrehen. Jetzt können wir das Ganze mit dem Pürierstab pürieren. So, der Püriervorgang ist zu Ende. Eine herrliche Konsistenz. Nicht zu dünn und nicht zu dick. Perfekt. Jetzt werden wir mal kosten, ob es salzig genug ist. Ein bisschen braucht es noch. Also mit dem Salzen wirklich warten bis zum Schluss. Als wunderbare Beilage eignen sich da natürlich Frikadellen. Da werde ich ein Video, habe ich euch schon ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch gleich oben. Vielleicht schaut einmal da rein. Salz. Die Kartoffel vertragt sowieso gut Salz, also da könnt ihr nichts falsch machen. Einmal gut noch einmal umrühren. Ja, da könnte ich mich hineinlegen. Dann können wir ja schon wieder anrichten. Also ich zeige euch das nur, das ist meine Konsistenz und so mag ich das gern. Falls ihr das weniger flüssig mögt, einfach weniger Milch nehmen, gell? Aber ja. Boah, schaut euch das an, wie das zerrinnt. Herrlich. Fast so wie geschmolzener Käse, oder? Ein Schöpfer darf es ruhig noch sein.
Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Röstzwiebeln dazu gemacht, glutenfreie. Die könnt ihr auch nachschauen, die habe ich auch schon einmal gekocht. Das verlinke ich euch dann auch oben. Also hier oben. Wunderbar. Mein Gericht, meine Beilage ist schon fertig. Ich wünsche euch guten Appetit. Probiert es einmal aus. Probiert es auch wirklich in dieser Konsistenz aus. Wirklich wie geschmolzener Käse und es zergeht im Mund. Es ist ein Gedicht. Also, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch zu kochen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bald seht ihr mich ja wieder. Also dann, bis bald. Tschüss.